So, wir kommen zurück zum Arma 2 Private Military Company Let's Play. All right, Doctor, keep it brief. The NTA have reports of increased guerrilla activity in the area. They'll flatten what's left of this place in 45 mics. Understood, Monsieur Reynolds. As you said, you cannot be expected to fight a war for us after all. We've got incoming! Get your heads down! What the hell? The NTA? Team Sword, Team Shield, regroup! Shield, protect the investigators! Get them out of here! Reed, Tanny, Dixon, form on me! Take the contact, get to the vehicles! SS cockpit! Boys, keep your heads down! Frosty, Frosty Bun, grab the contact! Grab Abdul! Shield, get to the car, ASAP! Go, go, go! Abdul, get back! Get to the SUV, Abdul! Tanny! Tanny, mate, regroup! Tanny! Wow. So. Das kam uns ja irgendwie so ein bisschen bekannt vor, die letzte Szene eben. US Air Base Plant, unknown aircraft, you are entering a restricted area. Identify yourselves immediately. Blank, this is Oscar Kilo 139er. VFR for Nasdara under the clearance of Takasan South. Oscar Kilo 139er, Takistan South clearance does not apply. You are in restricted airspace. Commence a holding pattern and await further instructions. How copy? Damn pencil pushers. They know as well as I do we've got the right clearance. Affirmative. Awaiting escort. Okay, listen up. New plan. We take the vehicles and head south ASAP. Tricky, Bullet, and Ree will take Black Betty and move on up ahead. Shield will remain with the investigator in convoy. I'll stay here and get clearance to head south. Questions? None. ROE, boss? There's a minigun bolted to your ride, Ree-man. Oh, understood, boss. A stupid fucking question. Hey, man, chill out. Ja, anscheinend müssen wir unseren Weg jetzt fortsetzen mit den Autos. Weil irgendwie hat der Hubschrauber keine Freigabe gekriegt, über den gesperrten Luftraum zu fliegen. Ja, wir sollen jetzt den Klienten durch Zentral-Takistan zum Versuchsgelände führen. Das wird dann die neue Karte sein. Ich schätze mal, in der nächsten Mission werden wir die sehen. Denn die US-Flugleitstelle hat unseren Flug verboten. Ja, wir haben ein SUV mit Minigun, den die hier Black Betty nennen. Also das ist nur so ein Kosename dafür. Und ja, damit müssen wir uns hier durchschlagen. Ja, wird wohl ziemlich wild sein, sagen sie hier. Die Fahrt werden. Hier oben starten wir, dann müssen wir hier ganz runter, zack, zack, also wirklich einmal über die komplette Karte bis hier hinten hin. Okay. Unseren Auftrag. Nochmal hier der Vertrag, Firma, Klient. Und dann hier nochmal ein paar persönliche Notizen. Ja, die NTA hat wo eben, was wir in dem Video gesehen haben, ein bisschen früh mit dem Angriff begonnen. Und mit dem Mörserangriff oder Artillerie, was das auch immer war. Und ja, da mussten wir uns ja ganz schnell verziehen. Klientenbeschütz nach Süden aufbrechen. Einheiten, Ryan Frost. Okay, jetzt haben wir hier noch den M32 zugekriegt. Naja. Aber noch ein paar Magazine, nö. Na gut, ich lasse das jetzt erstmal einfach so. Was haben wir hier noch drin? Ach, noch ein paar Bomben. Naja, gut. Okay. Ja, die letzte Mission war ein bisschen wild, sag ich mal. Also ein bisschen problematisch, denn immer auf eine Karte gucken, wo man ist und so. Und ja, wie man gesehen hat, die Teamkollegen haben da manchmal auch nicht richtig Unterstützung gegeben. Da bin ich da ein paar Mal gestorben dann. Tja, klappt halt nicht immer alles so, wie man sich das gedacht hat. Okay, egal. Nun geht's weiter. Neue Mission, neues Glück.
Auf geht's. Approaching vehicle, halt! Stop where you are! Sir, we have clearance to head through to Nestura. Negative, mercenary. This area is locked down. All special rights are revoked. Oh, for God's sake. Poet, put a few rounds over his head. We gotta Die wollen mich nicht durchlassen und ich kann mich entscheiden. Are you crazy? Just get out of the vehicle. We can get Reynolds to... Don't be a pussy, Poet. Pull the damn trigger. Asano, drive on. Jesus, do you want to get us killed? God damn it, step out of the car, Poet. Damn it, let's go. Come on. So, niedergeschlagen und gefesselt haben wir sie. Das habt ihr davon, dass ihr mich in British Armored Force abgeschossen habt mit meinem Hubschrauber. Hier, zerkratten. Betty's a stranger. Had to take some action at the checkpoint. We're through, but you might need to clean this mess up. Okay, mein Team hier versucht die Drohne, also das SUV, SUV, UAV, meine ich, SUV sitze ich ja drin, UAV, also diese Drohne hier zu hacken und haben es auch erfolgreich geschafft. Können wir eben reingehen hier, kann man auch wieder auf Thermalsicht umschalten und damit kann ich jetzt quasi so ein bisschen die Straße hier auskundschaften. Wenn ich die Kamera gedreht bekomme. Oder? Da, die Richtung muss ich. So. Zack. Da unten. Da können wir uns betrachten. Alles klar. Gut. Schon mal auf Thermalsicht umschalten. Ja, ich sitze jetzt hier in so einem SUV drinne. Und sitzt als Schütze mit der Minigun hier oben drauf. Die anderen beiden Fahrzeuge, in einem ist der Klient drinne und das andere ist auch noch ein Begleitfahrzeug, das hintere. Ja, das Gute ist in dieser Mission, die ist nicht so stressig, also wir können uns hier so ein bisschen Zeit lassen und kann hier auch aussteigen, das geht auch, und kann hier an meine Waffen gehen. So. Ich habe mein Scharfschützengewehr, das lege ich mal ab. Ey, Tasche schließen. Jedes Mal klicke ich da wieder drauf, ey. So, bei dem muss man das auch so machen. Okay. It's all work back there, Reman. And look, I'm sorry about before, it's just... Hey, say no more, man. I know. Okay, hat sich gerade entschuldigt. So. Und dann wieder als Schütze da rein. Und dann fahren wir ein Stück weiter. Zum nächsten Checkpoint. Die anderen kommen jetzt hoffentlich hinterher. Jo. Auch nochmal speichern hier. Das Ganze. So, und jetzt hier Augen aufhalten. Die Gatling kann ich von 2000 auf 4000 Schuss die Minute umschalten. Aber 2000 sollten erstmal reichen. 1, move to 0, 9, 2, 0, 9, 9. Gucken, ob hier irgendwas aktiv ist. Ah, Moment, sieht das ruhig aus hier. Schön die Berge im Auge behalten. Da verstecken die sich ganz gerne. Rechts irgendwas? Nö. Linke Seite. Im Moment auch nichts. Unsere Leute verfolgen uns noch. Da vorne irgendwas in Sicht. Halt mal an. Naja, scheint nicht so. Okay, dann fahren wir weiter. One click, southwest. Das sieht relativ ruhig aus im Moment. Schleichen die sich hier manchmal von der Seite an. So. Ey, wow.
Halt! Halt! Da oben. Ah, komm her, ihr Schweine. Zack. Er ist nah durch. Da oben, hinterm Busch. Da zerlegen durch den Busch. Naja. Und dich krieg ich auch noch. Naja. Ihr denkt, ihr könnt das mit mir machen, dabei mache ich das mit euch. Umlegen. So, das war's. Sagt euren Freunden das weiter. One click. Right. Das können wir auch mal eben speichern hier. So, da haben sie sich tatsächlich von hinten angeschlichen. Clear. So, folgen die uns noch? Jo, alles klar. Make no mistake, man. Bring that strike forward with no miscommunication. Da vorne sind welche. Alles klar. Die können wir doch schon mal von hier so ein bisschen. Mit dem mache ich was anderes. Taking fire! One, stop! Roger! Gib mir mal Deckung. 12 o'clock. Enemy man far. Ah, das speichere ich aber mal kurz. Da wir ein bisschen Zeit haben, können wir hier mal verschiedene Waffen benutzen. Zack, den ersten erledigt. Na, wofür kriegt ihr euch jetzt? Oh, da hinten kommen noch mehr. Geil. Oh. Zack. Zack. In den Kopf, direkt rein. Noch ein. Na, komm schon. Schleicht sich das von rechts an? Ne, im Moment nicht. Okay. Da. Zack. Nicht erwischt, scheiße. Naja, gut. Gleich tauchen sie wieder auf. Komm schon, komm. Komm. Traut euch. Naja, war aber nichts. Na komm, geh schon. Zack. Bitte nächster. Na komm schon, komm schon. Keiner mehr? Wer hat noch eine Freikarte in die Hölle? Da hinten sind noch ein paar Jungs. Die wollen wir schon auch noch sterben. Na komm schon. Ah. Ah, die können wir auch gleich mit der Gatling wegholen. Uns hier vorne noch irgendwelche? Nö. Gut, das stellen wir erstmal wieder ein hier. Zack, das können wir jetzt mal speichern. War ja doch recht erfolgreich. Okay, und dann fahren wir weiter. Ja, hier kann ich dann nochmal den Granatwerfer nachher nochmal zeigen und so. Haha. Müssen wir ja nicht alle mit der Gatling hier abballern. Können ja hier mal die verschiedenen Waffen nochmal zeigen. Eignet sich wirklich gut hier die Mission dafür. Weil man hier nicht so gestresst ist, sag ich mal. Und irgendwo hinrennen muss ganz eilig, sondern relativ gemütlich hier durch die Gegend fahren kann. Na, wo war der? Da, nö. Machen wir weiter. Da habe ich da irgendwas gesehen. Hä? Ich war eben ganz dicht dran. Da hinten sind sie. Na, hast du es überlegt, liegen zu bleiben? Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, der bleibt irgendwie liegen. Komm hinter der Säule raus, damit ich hier erledigen kann. So, noch einer ohne Fahrschein. Forward. Wollen wir mal weiter hier. Left. Forward. Halt. Da irgendwas? Auch nicht. Forward. Auf Left. Geht's. Forward. Da. Halt. Zack. Forward. Zerfetzt.
quasi. Halt, one, move. Der sieht aus, bestimmt jetzt aus wie ein Lieb. Forward, one, move, half a click, 11 o'clock. Halt, one, move, half a click, 11 o'clock. Ja, ist ja gut, da ist ein Hase. Okay, die scheinen alle weg zu sein. Ja, das ist ja ganz gut gelaufen. Halt mal eben an. Schauen wir noch mal eben. So, das sieht sauber aus. Okay. Und hinter uns kommen die. Na, ich hoffe das mal. So, das speichere ich mal. Und dann fährst du mal weiter. So, was haben wir hier hinten? Im Moment nichts. Okay. Nähern die sich irgendwie von hinten? Nee. Fahren wir weiter. Left. Forward. Fahren wir eben da hoch. Everyone wants path. I got into this work because I thought I'd take control. So, raus hier. Brauchen wir eben kurz eine andere Waffe. Shit, it's just as fucked up as the MOD. I lost a lot of good lads in the Paris. Mal kurz mit der Drohne gucken hier. Enemy car grid zero. Da kommen sie schon. Oh, raus hier. Oh, speichern. Mal gucken, ob das gut geht. Enemy car 12 o'clock, 100 meters. Oh, okay, das war schon mal nichts. Jetzt wollte ich so schön diesen Granatwerfer gegen die einsetzen. Naja, versuchen wir es nochmal eben. Wenn es sonst nicht klappt, dann lassen wir es. Vielleicht, wenn ich mich hier hinter verstecke irgendwie. So, kann man auch so ein bisschen komisch mitzielen mit dem Ding. Okay, jetzt habe ich mich selber weggesprengt. Hm, toll. Oh Mann. Ich will das Ding doch zeigen. Okay, einmal versuche ich noch. Einmal noch. Habe ich mich eigentlich eben selber weggesprengt oder waren das die Jungs? Ah, naja, wird nichts. Okay, lassen wir es. Lassen wir es und so das hier noch. Dafür sind die einfach zu dicht dran. Zeige ich an einer anderen Stelle. Na komm schon. So, hier, Schütze. Dann werden die halt so zerlegt, die Jungs. Na komm schon. Na, beide tot. Scheint so. Mal kurz gucken. Die Drohne uns was zeigt. Da sind die beiden Fahrzeuge, die wir zerstört haben. Kommen da noch irgendwelche Infanterieeinheiten? Okay, Moment, nicht. Was haben wir denn da hinten? Da hinten ist auch noch irgendwas Rotes. Okay. Fahren wir erstmal weiter. 100 meters southwest. Kommen die? One, move. One click. Halt, one, move. One click. 11 o'clock. Kommt der? Okay, sie kommen. Move. One click. To our front. Und speichern. Na, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber die ziehen einen zu schnell mit dem MG weg. Und daher beschädigen die hier noch so stark meine Fahrzeuge, wenn ich mich da so doll hinter verstecke. Ha. War keine gute Idee. Zeige ich an einer anderen Stelle. So. Schauen, was da kommt. Da hinten, das ist wahrscheinlich ideal, um sich zu verstecken, da irgendwo.
Na? Wo versteckt ihr euch? Ist da vorne nicht was? Da vorne läuft doch schon was. One, move, one click, 1 o'clock. Halt mal eben kurz an. One, hope. Roger. Ob wir den schon hier ein bisschen einheizen können mit dem Ding. Roger. Mal schauen. Wo schießt denn der hin? Okay. Ein bisschen höher. Ja, komm schon. Oh, fast. Oh, irgendwie. Ich habe das Gefühl, das hat jetzt nicht sowas gebracht. Oh, der könnte gesessen haben. Na egal. Mal kurz Ausrüstung hier. Mal eben. Anderes Gewehr nehmen wieder. Zack. Und wieder Schütze rein. Und dann... Ey! Okay. Ich muss mal eben hier einen Cut machen. Sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Bis dann. Ciao.